Ja, guten Morgen zusammen. Mahlzeit heißt Mahlzeit, ja, Mahlzeit. Ja, erstmal ne? Prösterchen, Kaffee. Mahlzeit, Ne? Ja, hi. Aber falls ihr euch fragt, wer der junge Mann ist, ja, also der ist gestern übrig geblieben von dem Zuschauertreffen. Das ist mein Gästchen, den ich eingeladen habe. damit er Übrigens. irgendwo aufgegabelt oder. Also nochmal, kein Scherz jetzt. Schluss mit lustig. Also, liebe Leute, einen wunderschönen, ich grüße euch. Hier bei mir aus meiner Küche, ihr seht, es ist nicht die Küche von Kitchen News, weil seine ist eindeutig schöner, ist eine Hochglanzküche. Und heute Morgen wollten wir euch eigentlich schon mit einem Morgenvideo hier aus der Küche beglücken und wollten dazu den Mario verspeisen, natürlich bildlich gesprochen, ein Mettbrötchen. Uns fiel nur auf, wir haben kein Mett mehr da. Den haben wir gestern schon gegessen. Das war aber auch Ihr lecker. seht auch an unseren Augenringen, ja, es war ein langer Abend gestern, liebe Leute. Ja. Aber wir wollten euch trotzdem einfach mal ganz liebe Grüße da lassen, vor allem auch für den Kanal von Kitchen News. Ganz liebe Grüße von hier aus. Und ich werde euch euren Küchenmeister am 1. September mal entführen zu mir ins Live. Ich freue mich nämlich sehr, dass du mit mir dann Sachsen und Thüringen kommentieren wirst. Ja. Richtig, ne? Da sind wir ja gespannt. Wir sind ja alle gespannt, wie die Wahl am Ende dann ausgehen wird. Wir haben gestern auch mal so, ne, kleine Umfrage gemacht so, ne, und kamen so in Sachsen und in Thüringen beides auf 32%, ne, Ja, war die Umfrage, dann ne? muss ich wirklich Ja. sagen, ich bin ein wenig enttäuscht. Ja. Also ich hätte ein bisschen mehr Optimismus erwartet von den Zuschauern. Also mindestens 33, 34%. Die Sperrminoritätsklausel sollte machbar sein. Aber gut, Ja. Sie haben 32 gesagt. Aber ich habe mir ja sagen lassen, du bist ein ausgesprochener Fan von Sarah. Ne? Ja, natürlich, von Sarah. Wobei, jetzt mal, ne, wir sind ja hier unter uns und so unter uns Pastorentöchtern, ne, also, ne, Frau Wagenknecht ist eine durchaus intelligente Frau. Also es ist ja nicht so, dass wir sie da jemanden hinstellen, von der man sagen müsste oder so, wo haben sie die denn ausgebuddelt? Ne? Naja, Nein, sie kann kann man gut nicht. Ne? reden und sie kann Ja. ihre Beine gut übereinander schlagen. Das kann sie Richtig. wirklich. Ne? Muss ich Und sagen. sieht man ja jetzt auch, ne? Wird überall in die Talkshows eingeladen, ja? Und hat da auch immer irgendwie irgendwas zu sagen. Immer, immer. Ja, Egal zu welchem Thema. das ist vor allem immer ganz witzig. Erst sagt sie so, dann sagt sie so, dann sagt sie so. Liebe Leute, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es am 1. September wird. Ich würde sagen, wir drücken beide für Sachsen und Thüringen die Daumen. Ja. Ja? Ja, sicher. Na sicher. Na sicher. Okay. Und wir freuen uns dann am 1. September live ab 18:30 Uhr bei mir auf Team Heimat. Du kannst es, glaube ich, bei dir auf dem Kanal auch spiegeln. Ne? Das müsste Ja, eigentlich ich gehe funktionieren. Ne? dann, ja, aber ich gehe auf Twitch online. Ne? Also, ne, der Carsten, der macht das auf YouTube, da könnt ihr online einschalten. Oder ne, könnt ihr auf meinem Kanal dann auf Twitch einschalten. Ne? Ja. Beides mit Chat. Ne? Und dann rocken wir mal ein paar Stunden die Sachsen und Thüringen. So sieht es aus, ehrlich gesagt. Ne? 1.9.18:30 Uhr. Kriegen wir auch irgendwie technisch alles hin? Wir sind ja vom Fach, Also ne? er wird mir erzählen, wie das funktioniert. Ihr wisst ja, ich bin schon bald älter, liebe Leute. Ja, auch Ja. wenn er die grauen Haare hat. Ja. Ja. Aber Ja. okay, ihr Lieben, ganz liebe Grüße von mir und auch von Matthias Kitchen News. Ganz liebe Grüße raus. Wir sehen uns heute Abend im Live auf Team Heimat um 19 Uhr. Lasst es euch gut gehen. Und Tschüss. wir sehen uns dann morgen in alter Frische, ohne Augenringe, in meiner kleinen Küche wieder. Also, macht's gut und bis morgen. Tschüss. Tschüss.